Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin jetzt wieder in Berlin. Ich bin zurück und jetzt werde ich auch wieder an den Videos arbeiten, die Untertitel haben und Transkripte. Also die kommen diese Woche wieder dreimal pro Woche. Am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag. Das heißt, darauf könnt ihr euch freuen. Und ich werde es jetzt sehr kurz machen, da ihr ganz viele Videos habt aus Prag. Ja, ich habe eine ganze Wiedergabeliste für euch gemacht, da ich wirklich ganz viele Videos in Prag gemacht habe. Die könnt ihr euch anschauen. Ich denke, die meisten davon sind sehr unterhaltsam und inspirierend. Und wenn ihr wollt, also könnt ihr mir sagen, ob ihr das wollt, dann kann ich auch diese Videos nochmal bearbeiten. Ja? Also ich habe überlegt, ob ich die Tour vielleicht, ob ich aus dem Material vielleicht ein ganzes Video mache mit Untertiteln und all sowas. Ja? Also falls ihr das wollt, dann kann ich das gerne auch machen. Und mindestens einer hat mir geschrieben, dass er nicht weiß, was Bitcoins ist. Und das ist total verständlich, denn Bitcoins ist leider noch nicht so bekannt. Ja? Es gibt noch viele Leute, die nicht wissen, was Bitcoins sind. Das heißt, ich kann auch gerne ein Video über Bitcoins machen. Und ich würde euch dann erklären, was Bitcoins sind und was die Vorteile von Bitcoins sind. Also das wäre vielleicht auch ganz interessant für euch. Also lasst es mich wissen, ob ihr wollt, dass ich die Videos aus Prag nochmal bearbeite und nochmal mit Untertiteln versehe und ob ihr ein Video über Bitcoin wollt. Ansonsten kommen so oder so in nächster Zeit weitere Videos über deutsche Städte und morgen kommt auch ein sehr lustiges Video raus über Bielefeld. Und ja, ich mache weiterhin Videos für euch und ich habe eine lange Liste an Wünschen. Ja, also ihr habt mir schon ganz viele Wünsche mitgeteilt und ich bin dabei, diese Videos zu produzieren, die ihr haben wolltet, ja. Also falls du mir geschrieben hast und gesagt hast, Marco, mach doch mal bitte über dieses Thema ein Video, dann möchte ich dir sagen, das ist auf meiner Liste und ich werde dazu kommen. Okay, das ist dieses kurze Update von mir. Ich bin wieder zurück in Berlin und jetzt habe ich auch wieder mehr Zeit für Authentic German Learning. Und ich muss sagen, ich habe euch vermisst. Ja, ich hatte den Laptop mit und ich hatte zum Glück die Möglichkeit, mit euch zu kommunizieren in den letzten Tagen. Aber ich konnte nicht so viel Zeit investieren, wie ich sonst investiere. Und ich habe euch vermisst. Ja, diese 4 Tage dachte ich mir, ach, ich kann es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein und mehr mit euch zu kommunizieren. Insofern freue ich mich, auch wieder in Berlin zu sein und ich freue mich auch auf zukünftige Reisen, die ich durch Deutschland mache, durch Europa oder auch die Welt, um euch noch mehr zu zeigen. Ja? Also das ist ja auch die Zukunftsvision, die ich habe für Authentic German Learning, dass ich das öfters mache, dass ich irgendwo hinreise und euch dann auf diese Reise mitnehme und euch viele interessante Dinge zeige. Okay, das war das Update für heute und wie gesagt, schau dir mal die Wiedergabeliste an von Prag und ansonsten bis morgen. Tschüss!